Hallo, mein Name ist Gregor Weber und wir kennen uns aus dem Fernsehen. Zumindest, wenn Sie sonntags um 20:15 Uhr ab und zu Tatort schauen. Da bin ich nämlich der Hauptkommissar Deininger im Saarbrücker Tatort. Das ist fast ein Traumjob für mich, weil ich schon als Jugendlicher gerne Krimis geschaut und gelesen habe. Und jetzt ist es noch besser gekommen. Jetzt habe ich sogar einen Krimi geschrieben. Die Hauptfiguren ist der Kommissar Greve und seine Kollegin Therese Svoboda, die in einer eigentlich relativ ruhigen, unauffälligen deutschen Kleinstadt ihren Dienst verrichten und jetzt plötzlich vor der Leiche eines ehemaligen Fallschirmjägers stehen, der mit vielen Messerstichen durchbohrt in seiner sehr versifften Bude liegt. Und auf dem Wege rauszufinden, wer diesen Mann umgebracht hat und warum, sehen Sie sich plötzlich konfrontiert mit den Folgen der Auslandseinsätze der Bundeswehr, den Folgen für die Soldaten und den Folgen auch für die Gesellschaft, die diese Soldaten in die Einsätze schickt. Mich hat das Thema schon lange beschäftigt und auch bedrückt, und es war jetzt eine tolle Gelegenheit anlässlich dieses Buches für mich, mich ein Jahr lang, sogar ein bisschen mehr, intensiv damit zu beschäftigen. Ich habe mit vielen Soldaten gesprochen, die in Auslandseinsätzen waren, und deren Sicht kennengelernt über ihre eigenen Erfahrungen, wie es ihnen damit geht und auch wie es ihnen damit geht, was unsere Gesellschaft damit tut. Und dabei die Erkenntnis gewonnen, dass Dinge, von denen wir dachten, dass wir die nur aus amerikanischen Kriegsfilmen kennen, jetzt einfach deutsche Realität sind, mitten unter uns.